habe ich zwei Vertreter heute hier. Einmal Theo Christiansen, Vertreter von Unser Hamburg, Unser Netz. Und Joachim Binder im Aufsichtsrat der neuen Stromnetzgenossenschaft, die Energienetz Hamburg, die sich an dem Hamburger Stromnetz beteiligen möchte. Ja, fangen wir mit der neueren Initiative einmal an. Das heißt, die Genossenschaft. Joachim, was genau habt ihr vor? Wir haben uns überlegt, dass es vielleicht nicht ausreicht, so wichtig es ist, am 22. September möglichst viele Menschen, Wahlberechtigte in Hamburg, das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen, nämlich ja zur Rekommunalisierung der Energienetze, der drei Netze, Strom, Gas und Fernwärme, sondern ob man nicht noch mehr anbieten kann, dass sich Menschen eine Möglichkeit finden, sich verantwortlich zu fühlen für einen Teil der Infrastruktur, einen Teil der Daseinsvorsorge. Und so kamen wir auf die Idee, die ist nicht in Hamburg geboren, sondern wir haben Vorbilder in anderen Großstädten, Berlin, Oldenburg und anderswo, uns am Stromnetz selbst zu beteiligen. Und so haben wir eine Genossenschaft gegründet, die Energienetz Hamburg. Seit einem Monat haben wir den Gründungsprozess abgeschlossen. Wir sind im Genossenschaftsregister eingetragen und sind dabei, möglichst viele davon zu überzeugen, Mitglied bei uns zu werden, die Geschicke der Energieversorgung an einem Teil auch mit in die eigene Hand zu nehmen. Das ist so unser Ansatz. Bürger kaufen ihr Stromnetz, zumindest einen Teil davon. Und das wollen wir in den nächsten Wochen, Monaten umsetzen. Theo Christiansen, einer der drei Vertrauenspersonen des Bündnisses der Volksinitiative Unser Hamburg, Unser Netz. Jetzt geht es ja bei der Entscheidung am 22.09. eben nicht nur um das Stromnetz, sondern auch um das Gas- und Fernwärmenetz. Was sind da die Unterschiede bei den Entscheidungen? Der Unterschied ist ganz einfach. Bei dem Fernwärmenetz geht es nicht nur um das Netz, sondern um den gesamten Produktionsstrang. Das heißt, die Energieerzeugungsanlagen, die Kraftwerke, das Netz und den Vertrieb, also auch die Kundendateien. Das macht über 50% des bislang schon gezahlten Preises aus und da liegt die Musik für uns. Das muss und das kann vor allem jetzt zurückgehen. Jetzt wird ja von der Senatsseite, die ja quasi die Gegenposition zusammen mit Vattenfall bildet, weil sie ja die Senatsverträge mit der 25% Beteiligung geschlossen haben, eigentlich hauptsächlich mal drei Argumente ins Feld geführt. Das erste Argument ist zu sagen, 25% reichen, damit wir in Zukunft bestimmen können in Hamburg, also wir Hamburger, was mit den Energienetzen passiert. Was ist deine Meinung zu diesem Argument? Ja, das ist anerkanntermaßen dummes Zeug. Das weiß auch niemand besser als der Senat selbst. Es hat zwei Anhörungen gegeben in den entsprechenden Ausschüssen. Dort haben alle Gutachter, auch die vom Senat bestellt wurden, gesagt, wenn man was bestimmen will, 50,1% mindestens, 75% wäre gut, 100% optimal. Ein zweites großes Argument ist ja immer, das ist zu teuer. Das können wir uns gar nicht leisten. Das sind 2 Milliarden, steht ja im Raum, 2 Milliarden neue Schulden. Das ließe sich nicht und mit ganz großem Risiko refinanzieren. Jetzt mal für das Stromnetz gesprochen, Joachim. Jetzt geht die Genossenschaft ja gerade ran und sagt, Moment, ein Argument, warum das jetzt auch gerade die Bürger, Bürgerinnen machen sollen, ist, ja, es lässt sich eine Bürgerrendite erwirtschaften. Genau. Der Senat und jetzt die SPD mit ihrer Kampagne nicht von unserem Geld behaupten ja immer, erstens, es ist zu teuer und es lohne sich nicht. Der Einfluss war das eine. Es gibt noch ein zweites Argument. Man würde ja nur Kabel und Rohre kaufen. Erstmal, das Energienetz, egal ob im Bereich Strom, Gas oder Fernwärme, ist wichtig, ein wichtiger Bestandteil zur Umsetzung der Energiewende. Die Energienetze müssen umgebaut werden. Sie müssen geöffnet werden für die Einspeisung dezentral erzeugter Energie und einiges mehr. Das kann man
langsam, zurückhaltend, hinhaltend machen, wie das die großen Stromkonzerne überall dort tun, wo sie Energienetze betreiben. Und man kann es aktiv betreiben. Das ist unsere Vorstellung. Aber klar ist, es ist nur ein Teil der Energiewende, die sich in den Netzen abspielt. Aber ein wichtiger Teil. Das Argument, es ist zu teuer, hat der Senat eigentlich mit seiner Entscheidung und wie er sie umgesetzt hat, selbst widerlegt. Der Senat hat an allen drei Netzen, also der Senat für Hamburg, an allen drei Netzen eine Beteiligung von 25,1% erworben, ohne rund 540 Millionen dafür ausgegeben, ohne dafür Schulden aufzunehmen, denn nicht diese Finanzierung findet nicht im Haushalt der Freien und Hansestadt statt, sondern über die Beteiligungsgesellschaft der Stadt. Und die hat natürlich die Möglichkeit, angesichts des Wertes, den die Netze darstellen, der Erträge, die man daraus zieht, entsprechend günstige Kredite zu bekommen, sodass das die Beteiligung von 25,1% schon ein Geschäft sozusagen für die Beteiligungsgesellschaft und damit für die Stadt darstellt. Was aber für 25% gilt, gilt natürlich auch für 100%. Das heißt, nicht der Haushalt wird belastet, sondern die Finanzierung findet über die vorhandene oder eine zu gründende Beteiligungsgesellschaft statt. Und natürlich geht es nicht mehr um 2 Milliarden, sondern das muss man auch sagen, es wird auch immer leicht vergessen, ein Viertel hat Hamburg bereits bezahlt. Es geht um die restlichen 3/4. Und ob der Preis der 3 Netze denn auch wirklich 2 Milliarden beträgt oder nicht deutlich niedriger ist, würden und werden natürlich die Verhandlungen zeigen, die Bewertungen zeigen der Netze bei ähnlichen Prozessen der Rekommunalisierung, der Rückübertragung an die Kommunen, an Gemeinde und Stadtwerke, hat sich gezeigt, dass zumeist der genannte Preis oder der geforderte Preis des bisherigen Netzinhabers und Betreibers nicht zu halten war, sondern dass weniger gezahlt werden musste. Das kommt auch noch dazu. Wir haben ja gerade angedeutet, dass es auch schon da Beispiele gibt, wo andere Orte, Kommunen da diese sogenannte Rekommunalisierung durchgeführt haben. Gibt es da Erfahrungswerte? Es gibt Erfahrungswerte in zweierlei Richtungen. Das eine ist dort, wo Städte nie verkauft haben, also das, was die Stadt Hamburg vor 20 Jahren gemacht haben, als die HEW, Rheingas und andere verkauft worden sind. Das größte Beispiel, was mit Hamburg vergleichbar ist, ist die Stadt München. Die Stadt München betreibt seit über 20 Jahren ein extrem erfolgreiches Stadtwerk, das nicht nur die Energiewende vorbildlich betreibt, sondern auch wirtschaftlich sehr erfolgreich ist und eine Art Dividende jährlich an den Stadthaushalt abführt. Genau das also an die Stadt tut, was der Konzern Vattenfall und E.ON an ihre Aufsichtsräte tun. Das ist die eine Richtung. Die zweite Richtung ist dort, wo zurzeit über 170 Kommunen bereits, Kommunen und Städte muss man sagen, bereits die Rekommunalisierung betreiben. Vielleicht haben Sie es gelesen, vor wenigen Tagen ein längerer Bericht über Bocholt, eine Stadt natürlich nicht so groß wie Hamburg, aber die Strukturen sind vergleichbar. Die haben vor 15 Jahren rekommunalisiert und haben jetzt gerade beschlossen, in jedem Fall es zu verlängern, weil es so erfolgreich ist. Man kann nach Dresden gucken, dort ist es ähnlich. Es gibt viele Landgemeinden, die sich zusammengetan haben, rund um Paderborn. Auch Paderborn ist klein, aber die haben sich zusammengeschlossen mit über 20 Kommunen und betreiben ein Netz, das mit dem in der Größe von Hamburg vergleichbar ist. Auch die tun das, weil sie wissen, es geht besser und sie können damit Geld verdienen. Gibt es hier direkt in Hamburg, ich meine, Hamburg hat ja auch schon öffentliche Unternehmen, die durchaus ja auch da auch von der Regierungsseite als gut dargestellt werden. Was ist dann zum Beispiel ein Unterschied zwischen einem Unternehmen wie Hamburg Wasser, was ja 100% kommunal ist, und einem 100%igen Netzbetrieb? Da gibt es in dem Sinne keinen Unterschied, nur dass Hamburg Wasser nie verkauft worden ist. Und genau dahin wollen wir auch hin, nämlich dass die Netzbetriebe für Gas, Wasser und Fernwärme genau so gemanagt werden können wie das Hamburger Wassernetz. Joachim, wenn jetzt auch der Volksentscheid am 22.09. für das Bündnis ausgeht,
dann ist das ja nur quasi ein Teil der Strecke. Es gibt ja die sogenannte Konzessionsvergabeverfahren. Du als Sprecher der Genossenschaft für das Stromnetz, was bedeutet das für euch? Was bedeutet das für die Konzession für das Stromnetz hier in Hamburg? Da muss man, glaube ich, erstmal deutlich machen, dass anders als wie es vom Senat und jetzt von der SPD und leider auch in sehr eindeutiger Weise immer vom Abendblatt behauptet wird und vom Vattenfall auch, es gibt für Strom- und Gasnetze die Notwendigkeit, die Konzession, das heißt die Erlaubnis der jeweiligen Gemeinde, dass ein Betreiber ein Netz im öffentlichen Straßenraum unter den Gehwegen oder Fahrbahnen betreibt, errichtet, repariert, betreibt, dass diese Erlaubnis mindestens alle 20 Jahre neu ausgeschrieben und neu vergeben werden muss. Also, dieser Prozess findet in Hamburg im kommenden Jahr statt, weil die derzeitige Konzession, die noch an HEW vergeben wurde und mit dem Verkauf von HEW dann an Vattenfall übergegangen ist, diese läuft Ende 2014 aus. Also Hamburg führt im nächsten Jahr oder wird ein Verfahren durchführen. Und dieses Verfahren wird dann so aussehen, dass sich, wenn je nachdem, wie das Ergebnis, das hängt natürlich jetzt sehr davon ab, wie das Ergebnis des Volksentscheides ist. Wenn der Volksentscheid positiv ausgeht, wo wir ja alle uns dafür einsetzen, dann werden die vorhandenen Verträge zwischen Vattenfall und der Stadt entsprechend wieder rückabgewickelt. Das heißt, die Beteiligung von der Stadt wird zurückgegeben. Dann wird auf der einen Seite sich sicherlich Vattenfall bewerben um die Fortsetzung des Betriebs des Stromnetzes und es wird sich die Stadt mit einer neu zu gründenden Betreibergesellschaft, die sie dann ziemlich schnell nach dem Ende September aus dem Boden stampfen muss, sich entsprechend bewerben. Und wahrscheinlich, wenn man sich auf Berlin guckt, die schon etwas weiter sind mit ihrem Verfahren, wird es noch diverse andere Interessenten geben, entweder Netzbetreiber oder große Kapitalgesellschaften, die das für ein lukratives Geschäft halten. Für uns bedeutet das, wenn der Volksentscheid positiv ausgeht, dass wir sagen, wir sind gerne bereit, den Senat zu unterstützen, dass er nicht 100% übernimmt, sondern dass wir als Bürger dieser Stadt einen Teil des Stromnetzes dann übernehmen und man zwischen einer Besitz- und einer Betriebsgesellschaft sicherlich unterscheiden kann. Das ist die eine. Also wir müssen klar machen und wollen das auch, dass es Sinn macht, dass es neben der kommunalen Trägerschaft, kontrolliert durch Vertreter der Bürgerschaften, der Bürgerschaft und aus den entsprechenden Fachbehörden, es auch eine Kontrolle durch engagierte Bürger gibt, indem die Netzgenossenschaft beteiligt wird. Aber wir müssen natürlich auch damit uns überlegen, was passiert, wenn dieser Volksentscheid nicht erfolgreich ausgeht, also nicht die entsprechende Mehrheit zustande kommt, weil die Beteiligung, das halte ich eher für unwahrscheinlich, dass die Beteiligungshürde nicht genommen wird, sondern weil viele Menschen jetzt doch anfangen, irgendwie den Einflüsterungen von SPD, Vattenfall und Presse und so weiter zu folgen. Handelskammer, Handwerkskammer, viel Feind, viel eher. Dann eine Gewerkschaft, ja, nicht Gewerkschaften, wie es im Abendblatt gestern stand, in einem Artikel oder im Kommentar, sondern es ist eine Gewerkschaft, die Gewerkschaft Bausteine, eher die Bergbau und Energie und Chemie, BCE, glaube ich, heißt sie, ja, abgekürzt, ist diesem Anti-Bündnis auch beigetreten. Wenn der Volksentscheid negativ ausgeht, dann stehen wir als Genossenschaft vor der Aufgabe, uns einen Partner zu suchen und in dem Konzessionsverfahren anzutreten gegen die dann ja weiterhin existierende gemeinsame Gesellschaft aus Stadt
und Vattenfall. Denn das Konzessionsverfahren findet unabhängig von dem Ausgang des Volksentscheides auf jeden Fall statt. Es wird häufig so getan, als gäbe es nur dann ein Konzessionsverfahren, wenn der Volksentscheid positiv ausgeht. Das ist falsch. Das Konzessionsverfahren wird stattfinden und nur die Art und Weise, wie sich Hamburg als Stadt beteiligt, wird unterschiedlich sein, je nach Ausgang des Volksentscheids. Und natürlich auch unsere Art der Beteiligung wird auch eine unterschiedliche sein. Wir werden uns dann einen Partner suchen. Das wird keiner der großen Energieversorger sein, sondern ein kommunales Stadtwerk, mit dem wir uns dann gemeinsam bewerben. Da haben wir gehört, dass es beim Stromnetz durchaus dann noch weitere Schritte folgen. Aber soweit man es doch auch doch vermehrt jetzt hören kann, am Anfang war es ja nicht so ganz klar, gibt es bei einem der drei Netze da ja einen gravierenden Unterschied. Da fällt ja eine Entscheidung jetzt direkt am 22.09. Ist das so richtig? Ja, das ist richtig. Das war jetzt zum Wochenende auch zum ersten Mal richtig en gros in der Presse. Das ist so, wie wir das nennen, der Skandal im Skandal. In den Vertrag, den der Senat geschlossen hat und der für den Fall, dass das Erfolgsentscheid für uns schlecht ausgeht, dann auch tatsächlich rechtskräftig bleibt, ist festgehalten, dass das Fernwärmenetz für immer und ewig und zu 100% in die Hand von Vattenfall übergeht. Das ist ein Deal gewesen, den der Senat gemacht hat. Es ist interessant gewesen, dass in den Anhörungen, in den öffentlichen Anhörungen, der Staatsrat, der für diesen Vertrag mit zuständig war, öffentlich erklärt hat, dass für Vattenfall das Einhalten dieser Bedingung eine Bedingung sine qua non war. Also ohne dass der Senat sich hier drauf eingelassen hätte, hätte Vattenfall gar nicht weiter verhandelt. Vattenfall geht es um dieses Monopol, das sie faktisch hier in Hamburg haben. 100% der Energiekette von der Produktion bis zu den Kundendateien, die für immer und ewig erstmalig in der Hand eines Monopolisten. Das ist der Skandal aus unserer Sicht, dass die Stadt dem zugestimmt hat. Und hier sagen wir ganz entschiedener noch als bei den anderen Netzen, das geht in keinem Fall, das zurückzuholen allein lohnt den ganzen Aufwand. Jetzt dennoch eine Frage, auch hatte Schwarz angedeutet, er ist selber also ein bisschen, zumindest mal, kritisch oder sieht so nach 50-50, ob das so klappt im Volksentscheid. Theo, wie ist deine Meinung dazu? Wie ist die Stimmung im Bündnis? Stimmung im Bündnis ist immer gut. Das ist unabhängig davon. Ich sehe zwei Geschichten dabei. Das eine ist, natürlich glauben wir an unseren Erfolg, sonst wären wir gar nicht angetreten. Es gibt viel zu gewinnen. Es gibt für die Gegenseite, sage ich einmal, auch manches zu verlieren. Das wirkt auch daran deutlich, wie und wer sich hier zusammenschließt. Es ist eben schon gesagt worden am Wochenende, die komplette Unternehmerschaft, eine Gewerkschaft, aber auch andere Gewerkschaften sympathisieren mit dem SPD-Senat auf sehr unverhohlene Art und Weise. Ich glaube, dass wir gut beraten sind, alle, die wir wählen dürfen, das sind auch erstmalig jetzt die mit 16 Jahren alt, zu wählen, die Entscheidung zurückzuholen, die der Senat getroffen hat. Werben Sie dafür, machen Sie das Kreuz bei Ja für den Rückkauf der Energienetze. Alles Weitere werden wir dann sehen, aber wir gehen davon aus, dass wir erfolgreich sein können.